sagen, die ich jetzt schon entnommen habe. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Ettle, dass Sie auch gesagt haben, auch ohne Digitalisierung funktioniert Landwirtschaft. Und das ist auch so. Die Digitalisierung ist ein Hilfsmittel. Dieses Hilfsmittel gilt es natürlich auch aufzubauen, aber es ist nicht so, dass die Digitalisierung die Landwirtschaft selbst ist, sondern nur die Hilfestellung, um Steuerungsmechanismen noch exakter und besser durchführen zu können. Dies vorausgesetzt, fand ich Ihren Einwand schon mal sehr treffend. Ja, und dem Dr. Weber rufe ich schon mal zu. Es gibt auch zu viel. Das freut mich, dass ein Politiker sowas sagt und sagt, es gibt auch zu viel. Datenflut führt auch manchmal zur Verwirrung. Und die Diskussion über die Datenflut und die Anwendbarkeit ist wichtig und notwendig. Und dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Nun ist mein Auftrag heute zunächst mal einzuführen mit einem, wo kommen wir her, wo stehen wir, wo wollen wir vielleicht hin? Und gerade da sind wir jetzt hochaktuell, das freut mich auch sehr. Digitalisierung zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist ein aktuelles Thema, welches auch von der Bundesministerin aufgenommen worden ist. So sind wir gerade hochaktuell, weil das gerade erst vor 2 Tagen stattgefunden hat. Deshalb möchte ich Sie über die Anfänge der Digitalisierung in Landwirtschaft und Forstwirtschaft informieren. Das ist schon etwas länger her und ist erstaunlich. Ist nämlich zu Beginn der 80er Jahre, als die ersten Konzerne im Bereich mobiler Kommunikation die Firma Nokia die Möglichkeit geschaffen hat, Standortbestimmungen per Mobilfunk vorzunehmen und zu übermitteln. Das war ein wesentlicher Bestandteil und ein wichtiges Kriterium, um überhaupt Standorte lokalisieren zu können. Ich erkläre Ihnen jetzt warum. Mit dieser Möglichkeit ist das Bewirtschaften mit Hilfe von Mobilfunknetzen in entlegenen Standorten, wissen, wo Nokia herkommt, aus dem Norden Europas, insbesondere in der Forstwirtschaft, erleichtert worden. Beispiele dafür sind die Logistik des Holzabtransports, bei dem die beteiligten Unternehmen, Aufkäufer, Lohnunternehmer, die Mengen X des Holzpolters am Weg Y genau lokalisieren konnten. Hier wurde klar, dass die ursprünglich für militärische Zwecke entwickelte Satellitennavigation für Land- und Forstwirtschaft einen hohen Nutzwert hat. Der Beginn der Digitalisierung in der Landwirtschaft war die angenehme Hilfestellung durch Parallelfahrsysteme, die mittels Satellitennavigation das präzise Steuern des Fahrzeugs bei der Anschlussfahrt ermöglichen und damit eine Arbeitserleichterung und eine gesteigerte Präzision bewerkstelligen. Durch die damit verbundenen Fahrerentlastungen entstanden weitere Kapazitäten zur Überwachung von Maschinen und Geräten während der Arbeit, da der Fahrer vom Lenken des Fahrzeugs befreit wurde. Das ist auch weitgehend in der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt mittlerweile gängige Praxis, ist aber selbst organisiert und wird in der Regel nicht über Funknetze gesteuert. Das gibt es zwar auch, aber durch die Problematik, dass diese nicht flächendeckend vorhanden ist, hat man andere Wege gesucht. Die zunächst gedachte Leistungssteigerung ist in der Praxis nur in einem sehr geringen Umfang eingetreten. Vielmehr eine Qualitätssteigerung, Fahrerentlastung, eine geringe Ermüdung und eine Reduktion der Fehler überzeugten die Praktiker, solche Systeme auch anzuwenden. Des Weiteren wurde bei den Bodenproben die Standardfeststellung exakt wiedergegeben. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, den Boden und die Nährstoffentwicklung präzise zu verfolgen und entsprechend auch einzugreifen, was die Düngungsmaßnahmen betrifft. Nicht zuletzt die Genauigkeit von Eigentumsgrenzen, Bewirtschaftungsgrenzen und mittlerweile notwendig gewordenen EU-Antragsdaten und die damit verbundenen Flächengrößen können durch die Umstellung analoger Messdaten auf digitalisierte GIS-Karten ermöglicht werden. Ja, und hier komme ich schon auf einen Punkt der Rückgassen. Das ist natürlich dann mit den Rückgassen nur möglich, wenn ich auch die Eigentumssituation kenne. Und umso bedenklicher ist es, wenn das digitale Kataster heute noch in Sachsen-Anhalt im Gegensatz zu anderen Bundesländern Abweichungen zwischen analogen Messpunkten und digitalen Luftaufnahmen aufweist. Das ist natürlich eine Voraussetzung, um zu wissen, wo bin ich ganz genau und wie kann ich damit umgehen. Hier ist davon auszugehen,
Moment. Hier ist davon auszugehen. Ich hoffe, ich bin zu sehen und gut zu hören. Das ist für mich so eine schwierige Situation, Alles Gute, Herr Dolph. jeden Feedback zunächst mal sowas vorzutragen. Das ist auch sehr fremd für mich. Ich versuche das Beste daraus zu machen. Hier ist davon auszugehen, dass in der Anpassung eine sorgfältige Berücksichtigung der Erdkrümmung an die analogen Messpunkte nicht hinreichend erfolgt ist. Somit ist die Verwendung der GIS-Daten in Sachsen-Anhalt nicht gegeben, wodurch der praktische Nutzen entfällt. Genau das ist eine Notwendigkeit, die für uns wichtig ist, damit man tatsächlich, insbesondere wenn Flurgrenzen aufeinanderstoßen, eine exakte Wiedergabe im digitalen System auch möglich ist und dies auch abrufbar wird für den Praktiker. Die Genauigkeit der Bereitstellung digitaler Daten ist die Voraussetzung, um sinnvolle Nutzbarkeit für die Zukunft sicherzustellen. Die perspektivischen Einsatzmöglichkeiten in Land- und Forstwirtschaft, wie zum Beispiel digitaler Schädlingsbekämpfung, teilflächenspezifischer Düngung oder Lokalisierung von Waldbränden mit Hilfe von Luftaufnahmen steht in direkter Abhängigkeit zum digitalen Kataster. Ebenso auch die Brückegassen fallen da hinein. Was ist bisher passiert in der Land- und Forstwirtschaft? Die Anwendung von GPS ist bereits in der Landwirtschaft weit verbreitet. Aufgrund von nicht betriebssicheren Mobilfunknetzen haben wir Landwirte zum Teil in Kooperation mit den Landmaschinenhändlern zusätzliche Genauigkeit durch kodierte Satellitenantennen, sogenannte Feststationen, auf eigene Kosten geschaffen. Solch eine vom Mobilfunk unabhängige Antenneninstallation kann die Standortbestimmung und eine Spurgenauigkeit bei circa plus minus 2%, 2 Zentimeter ermöglichen und die Betriebssicherheit praxistauglich steigern. Ja, wir haben gerade davon gehört, dass das Bundesministerium auch so eine Art Anhängerlösung bietet, um die nicht vorhandenen flächendeckenden Breitband- und Funkproblematik damit auszugleichen. Das hatten wir auch mal bei der Satellitennavigation, dass wir mit Wandergeräten sozusagen die Fläche gingen und da uns eine Hilfe gesucht haben. Das hat sich in der Praxis nicht wirklich bewährt. Hier ist natürlich der Versuch, die momentane Situation, dass in den Städten circa 75% mit 1 Megabyte vorhanden ist, aber im ländlichen Raum wir noch unter 20% Erreichbarkeit sind bei 1 Megabyte. Und das ist der Durchschnittswert von Deutschland, der dürfte in Sachsen-Anhalt, aber das ist nur eine persönliche Schätzung, noch ein bisschen geringer sein. Die Landmaschinenindustrie hat in einem sehr langen Prozess ein sogenanntes ISOBUS-System eingeführt, welches eine Datenkommunikation zwischen Zugmaschine und angehängtem Gerät unterschiedlicher Hersteller ermöglicht und damit die Gerätesteuerung sicherstellt. Dies ist ein wesentlicher Beitrag, um die Kompatibilität verschiedener Geräte unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Neu dazugekommen ist noch ein sogenanntes TIM-System, wo eine Steuerung von der Maschine in den Schlepper erfolgt, Fahrtgeschwindigkeit oder andere Parameter entsprechend der Arbeitsqualität dort praktisch von hinten nach vorne gesteuert werden können. Das funktioniert, das wird von der Industrie betrieben, ist aber ein sehr, sehr langer Prozess gewesen und er ist noch immer nicht ganz ohne Fehler und er ist auch hier und da nicht problemlos. Aber das ist der richtige Weg, das ist ein guter Weg, er findet in der Praxis auch entsprechenden Anklang. Der praktische Vorteil für die Landwirte beinhaltet eine Kosteneinsparung, da mit einer Bedieneinheit verschiedene Geräte gesteuert werden können und zusätzlich der Komfort für den Anwender gesteigert werden kann. Das ist auch weitgehend so akzeptiert. Dies ist die Hardware-Schnittstelle für den Empfang digitaler Daten. Jetzt kommen wir praktisch von dem Prinzip, wo der Schlepper mit sich selber kommuniziert digital. Jetzt kommuniziert auch mit dem angehängten Gerät. Und das nächste wäre natürlich, dass wir Daten, die von außerhalb kommen, möglicherweise aus der Cloud, Verwendung finden für die Steuerung der Maschinen. Da gibt es natürlich ein dickes Problem. Da sind wir überhaupt noch nicht weit. Das ist voller Fehler und im Grunde in der Praxis noch untauglich. Ja, aber die teilflächenspezifische Düngung und der Pflanzenschutz funktioniert jetzt in der Praxis über den Stick, also ganz herkömmlich, aber nicht über die anderen Mechanismen. Da muss man also Prinzipien finden, die innerbetrieblich laufen und die dann entsprechend
sicher sind, damit nicht während der Arbeit Ausfälle entstehen oder Fehlsteuerungen. Die Land- und Forstwirtschaft ist ein wesentlicher, aber davon abhängig, dass insbesondere im ländlichen Raum flächendeckend betriebssichere Funknetze bereitstehen und für alle in der Fläche agierenden Land- und Forstwirtschaftsbetriebe schnelles Internet mittels Glasfaser in Zukunft bereitgestellt wird. Das ist die Voraussetzung, damit Digitalisierung auch in der Landwirtschaft funktionsfähig läuft. Und der dritte Part, der praktisch die Riesendatenfluten von außerhalb ermöglicht, in die Geräte einzuspeisen, ist dann erst gegeben. Also somit haben wir jetzt eine Dreiteilung. Wir haben A, die Funktion, die durch die Hersteller bereits hinreichend hergestellt worden innerhalb der Maschinen. Da sind wir nicht von äußeren Dingen abhängig. Das funktioniert. Maschine zu Maschine mit Isobus und TIM. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Telemetrics, wo also die Maschinenhersteller in ihre eigenen Maschinen bei Genehmigung des Benutzers eingreifen können, um zu sehen können, wie sind die Belastungen oder welche Fehlerquellen liegen vor, um direkt mit dem Nutzer zu kommunizieren. Die sind dann schon problematisch, weil sie abhängig sind von funktionierenden Netzen. Darüber hinaus natürlich die Fremdinformationen, die aus der Cloud kommen, die können zurzeit noch keine Anwendung finden, aus meiner Praxiserfahrung. Voraussetzung und Akzeptanz für die Anwendung von Digitalisierung aus Sicht der praktischen Land- und Forstwirtschaft, das wäre so mein letzter Themenkomplex. Wenn die Digitalisierung in Zukunft weiter ausgebaut werden soll, ist die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur unerlässlich. Das ist eine Logik, das ist jetzt bis jetzt von jedem im Grunde kommuniziert worden. Es ist zu überlegen, ob auch die Ausstattung mit schnellem Internet im flächendeckenden Funknetz eine Daseinsversorgung darstellt. Vor circa 30 Jahren hat man entschieden, dass dieser Ausbau durch private Anbieter stattfinden soll. Nun ist bekannt, welche Mängel dieses Prinzip hat, und es stellt sich die Frage, ob hier nicht korrigierende Entscheidungen zu treffen sind oder zu unterstützen sind oder wie auch immer, zumindest, dass wir zu einem Ergebnis kommen, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird. Die zum Ziel natürlich haben, dass der ländliche Raum nicht darunter leidet, und wir in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft können in der Regel ja nicht switchen. Wir sind ortsgebunden und deswegen darauf angewiesen. Andere Länder haben schon bewiesen, dass das geht. Wenn dann der Herr Weber sagt, wir wollen auch EU-weit ein Netz strukturieren, finde ich das sehr gut. Aber wir haben vor der eigenen Tür noch sehr viel zu tun, ehe wir überhaupt über Datentransfer weiter hinaus nachdenken. Da ist dem Anwender das Hemd näher als der Rock. Der Datenschutzproblematik gilt es natürlich zu lösen, dann, wenn wir in die Welt hinausgehen mit unseren Daten, dann wollen wir keinen Missbrauch, wir wollen keine Verwendung, wir wollen auch nicht, dass andere ungefragt mit diesen Daten arbeiten. Wir haben allerdings keine Angst vor der Transparenz. Ich denke, jeder gut organisierte Landwirtschaftsbetrieb macht das so, wie der Gesetzgeber das vorsieht. Und da ist nicht der Grund zu suchen, dass die Datenschutzproblematik für das Unternehmen ein Problem darstellt. Die Möglichkeiten, Risiken der Mobilfunkstrahlungsbelastung und deren ökonomische Folgen sollten sorgfältig betrachtet und abgewogen werden. Das ist heute, denke ich mal, das gehört einfach dazu, wenn über andere Systeme Funkdaten übermittelt werden, fallen auch wieder andere um welche weg. Wenn wir mit hoffentlich bald mit dem Vierernetz arbeiten können, dann wird das 3 Jahre nicht mehr notwendig sein. Aber zurzeit haben wir das 3 Jahre nicht flächendeckend. Eine staatliche Förderung auf Basis von ideologischen Grundsätzen ist für die Land- und Forstwirtschaft, denke ich, nicht zielführend. Das sollte ganz klar immer der Grundsatz sein. Wir wollen für die Natur, für die Umwelt, für uns selber, für die Wirtschaftlichkeit eine nachhaltige Situation schaffen, die muss fachlich geprägt sein. Digitalisierung findet dann zunehmend Zuspruch, wenn durch die Anwendung Entbürokratisierung und Vereinfachung für den praktischen Landwirt und Forstwirt spürbar werden und neben Tierwohl, Ressourcenschonung und die Optimierung der Nachhaltigkeit auch ein positives wirtschaftliches Ergebnis bei der Land- und Forstwirtschaft, bei den Land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen die Folge sind. Dann automatisiert sich sowas von selber. Wenn ein wirtschaftlicher Erfolg damit verbunden ist, wird natürlich die Akzeptanz in der Praxis zunehmend steigen.
Wir haben schon viele Insellösungen und die Landwirtschaft ist hochgradig interessiert. Sie ist auch technikaffin und macht sehr viel. Das ist unser Ausblick. Wir wollen da gerne mit allen, die dazu beitragen, zusammenarbeiten. Wünschen uns jetzt weiterhin eine gute Diskussion. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bis zu diesem Punkt und gebe jetzt wieder zurück mit einem Dankeschön. Dankeschön, Herr Wolf. Sie